Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Als Golflehrer erlebe ich tagtäglich Spieler, die eine völlig falsche Erwartung von ihrem eigentlichen Schlagergebnis haben. Dies führt dazu, dass gute Schläge als solche gar nicht wahrgenommen werden. Oftmals liegt das eigentliche Können unter dem erwarteten Niveau und genau dieser Abstand ist das Frustpotenzial. Wenn ich als Golfer lerne, mich bewusster zu beurteilen, werde ich auch ein völlig neues Golfspielen erlernen. Suchen Sie sich einen Schlag Ihrer Wahl aus, lasern oder schätzen Sie die Distanz zum Ziel. Von der Länge nehmen Sie nun 10% als Radius für den Zielkreis. Zum Beispiel haben Sie einen 50-Meter-Schlag, wobei dann der Zielkreis einen Radius von 5 Meter hat. Spieler mit dem Handicap 54 bis 36 empfehle ich einen Zielkreis von 25% der Entfernung. Handicap 35 bis 25 sollte der Zielkreis 20% der Entfernung groß sein. Handicap 24 bis 14 hat der Zielkreis einen Radius von 15%. Handicap 13 bis 5 muss der Zielkreis 10% groß sein. Handicap 4 und besser sollte mit einem Zielkreis trainieren, der 5% der Entfernung groß ist. Wenn Sie nun trainieren, können Sie wirklich effektiv beurteilen, ob Ihr Schlag gut oder schlecht war und sich somit viel Frustpotenzial ersparen. Außerdem können Sie die Zielkreise als Motivationshilfe benutzen und sich so stetig steigern.